Hello and welcome to the FEM channel. The next speaker is Antonius Free, talking about the... Ja, hallo und willkommen zum Vortrag Einführung in die dunkle Kunst der Fließkommazahlen und warum A mal N nicht immer dasselbe ist wie N mal dasselbe Zahl zu addieren. Um die deutsche Übersetzung zu hören, könnt ihr im Webplayer einfach die Sprache ändern von Native zu Translated. And now, have fun with the talk. So, eure Übersetzer hier sind Q und Pink Dispatcher. Und los geht's. Hallo, ich bin Antonius und ich rede von Fließkommazahlen, die in Computerprogrammiersprachen sind normalerweise die Zahlen, die ein Dezimalkomma haben oder einen Dezimalpunkt, so wie die links. Und überwiegend die auf der rechten Seite, die ganzen Zahlen, benutzen einen anderen Typ außer in JavaScript, da sind sie immer Floating Point, immer Fließkomma. Also ich, immer wenn ihr schon mal programmiert habt, dann habt ihr schon mal damit zu tun gehabt und habt vielleicht gemerkt, dass die manchmal etwas komisch sich verhalten. Zum Beispiel, ich starte mal hiermit, das ist eine sehr große Zahl, einmal 10 hoch 16, eine 1 mit 16 Nullen. Und jetzt nehme ich 24, das ist nur eine relativ kleine Zahl, und ich addiere die zu der großen Zahl und dann subtrahiere ich die. Und das macht eigentlich keinen Sinn, dieselbe Zahl zu addieren, wieder zu subtrahieren. Das mache ich mal. Und aber wenn wir das machen, dann kriegen wir 24 raus und nicht 25. Und das ist seltsam. Das kann man wohl sagen. Und lasst uns mal andere Sachen versuchen. So, jetzt addieren wir 1 zu der großen Zahl und gucken, was sich ändert. Und es ändert sich gar nichts. So, das heißt, man soll das nicht mal. Man soll Fließkommazahlen eigentlich nicht auf Gleichheit vergleichen, weil es Rundungsfehler gibt. Aber diese zwei Fließkommazahlen sind exakt gleich. Ich habe 1 addiert und es hat sich nichts geändert. Das ist auch seltsam, ja. Und für diesen Vortrag mache ich keine besonders komplexen Sachen, aber und ich bin nicht sicher, wie viel Mathe ihr könnt, und deswegen habe ich mich entschieden, einfach mit ganz einfachen Sachen anzufangen, und der Anfang ist relativ einfach und dann wird es immer etwas komplizierter. Und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Der Anfang ist vielleicht etwas langweilig, wenn man schon sich damit auskennt, und wenn man das erste Mal davon hört, ist das Ende vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber ich hoffe, das ist ein guter Kompromiss hier. So, jetzt fangen wir an mit Teil 1, und für die Erklärung fange ich an mit einem mit dem Display der Anzeige von einem alten Taschenrechner, ganz viele Nullen. Und warum das nützlich ist, ist, man hat nur eine begrenzte Anzahl von Stellen, und Computer haben auch nur eine begrenzte Anzahl Stellen, und man sieht etwas von den Sachen, die hier passieren können. Und es ist eine sehr einfache Maschine. Ich kann Zahlen addieren und dann kann ich auch eine andere Zahl eingeben, und dann kann ich die addieren, und das ist das Ergebnis. Und viel mehr kann ich damit nicht machen, aber es gibt diese beiden anderen Knöpfe, ich kann die Zahl einfach verschieben. Eine Stelle nach links oder eine Stelle nach rechts. Und man kann sehen, was da passiert. Und das geht auch dann über das Fließkomma, über das Komma hinaus, über den Dezimalpunkt. Und nur weil das ist etwas wichtig, denn ich zeige gerade, was es ist. Denn mit unserem Zahlensystem, was diese Maschine benutzt, wenn wir das nach rechts verschieben, multipliziert es das mit nach 10, nach links, multipliziert es das mit 10. Das heißt, 10 mal 2 ist 20. Und wenn man es nochmal verschieben, dann ist nochmal mal 10, das ist 200, und das ist schön. Und das funktioniert auch andersrum, das heißt, wenn man es nach rechts verschiebt, dividiert es durch 10, das heißt von 200 auf 20 und dann von 20 zurück nach 2. Okay? Das ist eine fundamentale Eigenschaft von unserem Zahlensystem.
Denn was das bedeutet, ist, dass wir nur die Ziffern von 0 bis 9 brauchen. Wir haben keine einzelne Ziffer für 10, denn wir benutzen die Ziffer für 1 und verschieben es einmal. Und wenn wir diese Verschiebung gemacht haben, wird es mit 10 multipliziert und dann stellen wir die 10 dadurch dar. Und wir brauchen keine neue Ziffer dafür. Und das wird später nochmal wichtig. Und jetzt machen wir ein bisschen Mathe mit dieser Maschine. Ich bin ein Astrophysiker und deswegen brauche keine Entschuldigung dafür, dass ich ein bisschen was Fieses zeigen will. Aber, wir haben die Masse von dem Mond von Mars von Deimos in Kilogramm und das ist eine 8 und 14 Nullen. So, jetzt fange ich mal an zu tippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt bin ich schon am Ende angekommen von der Anzeige, die wir hier zur Verfügung haben. Und das ist etwas das ist etwas unpraktisch, weil ich will die ganze Zahl eintippen und wir haben nur 8 Nullen, die uns fehlen jetzt. So, was machen wir? Ich schreibe die einfach hin. Ja, okay. Und ich meine, du weißt, was das bedeuten soll. Ich schreibe einfach hin 8 Nullen und man muss einfach 8 Nullen dazuzählen und dann haben wir die Zahl, die wir eigentlich haben wollen. Und jetzt habe ich diesen Zähler hier und ich könnte einfach eine Null weniger hingeschrieben haben und hinschreiben 9 zusätzliche Nullen. Oder und ich könnte auch einfach noch eine Null sparen und noch eine und noch eine und noch eine. So, und jetzt sind wir hier eine 1 und eine 8 und 14 Nullen. Das schreibe ich einfach so hin. Das ist einfach zu verstehen. Ja. Und das andere, was noch interessant ist, was man merkt, ist, wenn man schieben und Nullen hinzufügen, ist irgendwie dasselbe. Ich kann nach links schieben und dasselbe, wie wenn ich eine Null von dem Zähler rechts oben entferne und die einfach stattdessen hinschreibe. Und ich kann sie nach rechts verschieben, das bedeutet eine Null rechts oben hin. Und eigentlich jetzt, wenn wir über Shifts reden, könnten wir auch einfach weiter nach rechts schieben. Und jetzt macht es nicht mehr so viel Sinn, darüber zu denken, als die Anzahl von Nullen. Aber es funktioniert immer noch, wenn ihr über die Anzahl von Verschiebungen denkt. Nach links ist in die Richtung. Ja, die Anzahl von Shifts, um eure Zahl zurückzubekommen. Wenn euer Display größer wäre, könnten wir sogar die ganze Zahl nach links shiften, wie hier gezeigt. Also Shifts sind dasselbe wie Nullen hinzufügen und das ist das funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Also wenn wir einmal das hier haben, können wir ein bisschen richtige Mathematik machen. Lasst uns hier so zurückgehen und sagen wir mal, ich möchte ein einziges Kilogramm hinzufügen und ich mache es die offensichtliche, aber falsche Art. Ich werde einfach 1 hinzufügen und das addieren und jetzt sehen wir, wenn ich auf die ganze Zahl schaue und dann wieder shifte, dann habe ich nicht eine 1 hinzugefügt, sondern eine 1 mit 8 Nullen. Und wenn wir jetzt zurückgehen, dann macht es ein bisschen Sinn, weil hier war die 1, die wir hinzugefügt haben, war gerade bei der Einstellung 8 Shifts. Das heißt, ich möchte jetzt aber keine 1 mit 8 Shifts, sondern ich möchte eine 1 mit 0 Shifts. Also was machen wir? Wenn ihr euch erinnert, was ich gerade gesagt habe, können wir die Zahl da oben ändern, indem wir verschieben. Das heißt, ich kann die Zahl nach rechts verschieben und die Anzahl der Verschiebungen erhöhen. Also kann ich es einfach weiter nach rechts verschieben und die Zahl immer weiter erhöhen und am Ende ist der Counter 8. So, und jetzt können wir addieren. Und wenn wir jetzt dieselbe Verschiebung nach links machen wie eben, dann werden wir sehen, dass wir wirklich nur ein Kilogramm hinzugefügt haben. Das ist also ein wichtiger Punkt, wenn wir mit Fließkommazahlen arbeiten.
immer dran denken zwischen Shifts und den Countern. Jetzt können wir sehen, warum wir die Masse von diesem bestimmten astronomischen Körper genommen haben. Denn wenn er ein kleines bisschen schwerer wäre, zum Beispiel 1 Kilogramm, dann wäre die, also 100 Gramm statt 1 Kilogramm, dann wäre die 1 verschwunden, wie ihr seht. Also hätte die Addition nichts geändert. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was Astronomer machen. Um es ein bisschen weiter zu spinnen. Und wir hätten 1 Kilogramm genommen. Oder 1,2 Kilogramm, dann wäre die 1 noch da geblieben, aber das Komma 2 wäre verschwunden. Also wenn wir dann die Masse nochmal berechnet hätten, dann wäre es quasi von 1,2 Kilo auf 1 Kilogramm gegangen. Und das ist ähnlich wie der andere Fall. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir ein bisschen tiefer gehen. Und die einzige Sache, die ich jetzt ändern werde, und es klingt vielleicht wie ein kleines Detail, erinnert euch, eine Zahl nach links shiften, würde es mit 10 multiplizieren und würde es mit 10 multiplizieren. Und jetzt werde ich diesen Faktor zu 2 ändern. Also, jetzt habe ich den Font geändert. Und jetzt lass uns schauen, was das macht. Ich habe 1 eingefügt und wenn ich das shifte, sieht es aus wie 10. Aber es ist nicht 10, weil unser Shift-Faktor 2 ist und 1 mal 2 ist einfach 2. Das ist 2. Einige von euch wissen das. Das nennt sich Binärdarstellung. Und der Grund, warum Computer Binärdarstellung mögen, ist, weil wir jetzt keine Zahl mehr, keine Ziffer für 2 brauchen. Wir brauchen keine höheren Ziffern, wir brauchen nur 0 und 1. Und was das bedeutet, ist, wir nehmen einfach 1 und 0 als Ziffern und Computer mögen das. Okay, jetzt lass uns das anwenden. Um wirklich zu verstehen, was mit der 24 und der 25 passiert ist. Ich werde jetzt nicht wirklich die 16 als Zahl benutzen, denn sie ist wirklich sehr groß, sondern ich werde euch etwas Äquivalentes zeigen. Eine andere große Zahl, die ich verwenden werde, die ich hier nehmen werde, ist eine ist die Zahl, die ihr sehen könnt. Eine 1 mit 7 Nullen und 9 extra Shifts. Und das hier ist unsere Zahl 25. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und wir möchten die addieren. Das heißt, wir müssen die Shifts angleichen. Das ist bei 0 Shifts, das ist bei 9 Shifts. We have to shift this back. Just like this. And you cannot und wir müssen das jetzt auf 9 Shifts kriegen. Das heißt, wir müssen es nach rechts schieben. Und jetzt könnt ihr sehen, dass da schon eine Zahl abgeschnitten wurde. Ja? Jetzt werden wir es addieren und dann werden wir runden. And then we can shift the result back to und dann werde ich es wieder abziehen, wie hier. Und dann können wir es wieder zurückschieben und machen diese zusätzlichen Shifts. Und es ist genauso, ist ähnlich wie die Zahl, mit der wir angefangen haben, außer diese 1 am Ende, die fehlt. Und das wurde weggerundet nach der Addition. Und das heißt, jetzt haben wir eine Ziffer fehlt von der 25 und deswegen haben wir jetzt die 24. Und warum wir von 25 auf 24 gekommen sind, ist dasselbe wie im Dezimalsystem, wo wir von den 1,2 Kilogramm nur auf die 1 Kilogramm gekommen sind, weil die letzte Ziffer einfach abgerundet wurde auf 0.
außer dass das ist hier ist eben nicht die letzte Dezimalstelle, sondern eine Binärstelle. Und wenn das zurückkonvertiert wird ins Dezimal, und das ist dann nicht mehr ganz so einfach zu sehen, dass es nur eine abgeschnittene Stelle ist, wenn wir von 25 auf 24 gehen. Und ich habe gerade gesagt, es gibt komische Sachen hier mit der Rundung und das ist nur etwas vornehm ausgedrückt. Und es, aber was meine ich damit? Und na, bisher war alles, worüber wir gesprochen haben, ist irgendwie nur die allgemeinen Eigenschaften von Fließkommazahlen. Man braucht kein spezielles System, aber was wir als nächstes machen, dafür brauchen wir etwas Spezielleres. Und wir gucken uns mal an ein ganz bestimmtes System von Fließkommazahlen und das ist das Einzige, was heute noch benutzt wird, mehr oder weniger. Und das ist IEEE 754, der Standard, was egal, ob man Ruby oder Python oder JavaScript oder C oder Rust oder C-Sharp oder irgendwas, was auch immer. Wenn man Fließkommazahlen benutzt, den Float-Datentyp, dann ist das garantiert, fast garantiert ist IEEE 754. Aber was sagt uns das darüber, wie wir Fließkommazahlen benutzen müssen? Und das spezifiziert natürlich verschiedene Längen und es standardisiert und es sagt auch eine standardisierte Art, wie wir Fließkommazahlen darstellen. Das heißt, wenn ich diese 25 nehme, dann müssen wir sie so verschieben, dass es nur eine Stelle vor dem Dezimalpunkt gibt. Wir können die einfach rumschieben und das hilft uns aber, sodass wir nur eine gültige Darstellung für jede Zahl haben. Und weil wir das so machen, brauchen wir die Stellen davor alle nicht mehr. Und weil die erste Ziffer immer eine 1 ist, es kann keine 0 sein, sonst könnten wir es einfach wieder schieben, bis es eine 1 wäre. Also brauchen wir die 1 auch gar nicht zu speichern. Das heißt, es ist ein sehr effizientes Speicherformat. Und was steht da noch drin? Es steht auch, wenn wir eine Operation ausführen mit einer Zahl oder mit zwei Zahlen, dann müssen wir das tatsächliche Ergebnis ausrechnen von der Operation und mit so viel Genauigkeit, wie wir können, um die genau darzustellen. Und erst danach können wir es auf die Anzahl der Stellen, die wir zur Verfügung haben, zurückrunden. Und Und es beschreibt auch einige Rundungsarten für diese spezielle Rundung. Und man kann es einfach immer runterrunden oder immer aufrunden oder etwas sowas machen, wie wir machen, auf die nächstmögliche Zahl runden, so wie wir es gewohnt sind von Dezimalzahlen. Und dieses extra Wissen, damit können wir jetzt uns angucken, einen Tweet, den ich vor einiger Zeit gemacht habe, der Grund war, die Grundlage für diesen Vortrag. Denn wenn man eine Zahl mit 2 multipliziert, ist es dasselbe wie die zu sich selbst zu addieren. Also 2 mal a ist dasselbe wie a plus a. Und wenn ich die Zahl mit 3 multipliziere, ist dasselbe wie sie 3 mal zu sich selbst zu addieren. Und 4 mal genau das Gleiche und 5 mal das Gleiche. Und es zeigt sich, wenn man das hier macht in Fließkomma, dann sind diese exakte Äquivalenzen, exakte Gleichheiten. Und außer bei 6 mal a. Der Fall für 6 mal a ist nicht genau gleich. Und was intuitiv hier passiert, ist, dass auf der rechten Seite gibt es alle diese Additionen und jede Addition ist eine getrennte Operation. Das heißt, um die Summe auszurechnen als ein exaktes Ergebnis und dann zu runden und dann erst addiert es die weitere Kopie der Zahl und rundet wieder. Das heißt, es macht dies mehrfach und für die ersten Schritte ist es zufällig gerade so, dass alle diese Rundungsfehler sich ausgleichen und nur bei dem letzten hier, nur für 6 mal a,
ist es dann schließlich so, dass es nicht mehr zusammenpasst. Das heißt, 6 mal A, also A plus A plus A plus A plus A plus A plus A, sind fast gleich. Ist nur die letzte Ziffer ist ein bisschen anders, aber die sind nicht genau gleich. Und das ist der Grund im Prinzip, warum Leute sagen, man sollte Fließkommazahlen nicht auf Gleichheit vergleichen, denn diese Rundungsfehler können sich addieren und dann ist das Ergebnis verfälscht. Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant zu gucken, warum das für die ersten Fälle funktioniert und warum es dann bei dem letzten nicht mehr funktioniert. Und lass uns mal anfangen mit dieser Zahl hier. Das ist die Number, die Zahl, mit der wir das probieren. Und es gibt 4 extra Verschiebungen und es hat dieses bestimmte Muster, was wir hier sehen. Und jetzt werde ich die mit sich selbst addieren, zu sich selbst addieren. Und dann haben wir dieses hier und wir haben nur eine Ziffer vor dem Dezimalpunkt. Das heißt, wir müssen es zurückschiften und die Anzahl des Shifts erhöhen. Und wir können sehen, bei dieser Verschiebeoperation, bei diesem Shiften, haben wir eine Ziffer an Genauigkeit am Ende verloren. In diesem Fall macht es nichts, denn diese Ziffer ist 0. Und weil wir mit 2 multipliziert haben und das mit 2 multiplizieren ist eine, mit 2 multiplizieren ist immer eine Linksschiebe, eine nach Linksverschiebung. Und deswegen ist die letzte Ziffer immer 0. Das heißt, wenn wir es zurückschieben, sind wir sicher, dass wir nur eine 0 verlieren hinten. Und es ändert die Präzision gar nicht. Und was das bedeutet, ist hier auf dem Bildschirm, ist, wir haben hier das exakte Ergebnis von 2 mal a oder a plus a und es gibt keinen Unterschied. Also machen wir mal den nächsten Schritt. Jetzt schieben wir das nach oben. Und oben ist die Zahl, die wir gerade ausgerechnet haben, und darunter ist die Originalzahl. Und ich habe das zurückgeschiftet, um das zu addieren, um die Anzahl der Shifts oben dem anzupassen, dass das wieder stimmt mit der Anzahl der Shifts. Und jetzt können wir das addieren. Dann haben wir dieses und jetzt hängt am Ende schon eine Zahl über. Aber wir haben auch 2 vor dem Punkt. Das heißt, wir müssen es zurückschieben und haben jetzt 6 Shifts. Und jetzt gibt es Ziffern hinter dem Dezimalpunkt und wir müssen jetzt runden. Und was das bedeutet ist, dass das Ergebnis von 3 mal unserer originalen Zahl ist nicht etwas, was wir wirklich in diesem einfachen Display auf unserer Maschine darstellen können. Das heißt, wir müssen es runden. Das geht dann so. Und was das bedeutet ist, dass wenn wir jetzt diese Zahl nehmen, die fast 3 mal unsere Zahl ist, aber nicht ganz genau, und nochmal eine Kopie von der Zahl dazu fügen, dann kann das Ergebnis nicht genau 4 mal das Original sein. Also lasst uns schauen, was passiert. Ich werde das hier nach oben schieben und dann werde ich nochmal die Zahl addieren. Diesmal mal 2, weil 6 Shift. Und jetzt machen wir die Addition. Und das ist unser Ergebnis. Um zu vergleichen, was wir eigentlich hätten rauskriegen sollen nach der Multiplikation mit 4. Wir haben im Prinzip mit 2 zweimal multipliziert. Und mit jeder Multiplikation haben wir eine 0 am Ende. Und hier sind jetzt 2 Nullen am Ende. Und nochmal, 4 mal einer Zahl ist ein genaues Ergebnis, aber jetzt haben wir dieses Ergebnis und wir sehen am rechten Rand, ist das Ergebnis von dem Rundungsfehler. Und jetzt ist es zufällig so, dass dieser Rundungsfehler nochmal weggerundet wird, wenn wir das mal 4 nehmen. Und zufälligerweise gibt es ein paar andere Fälle, bei denen das passiert, aber mit dem üblichen Rundungscode klappt es zufälligerweise durch die 2, dass die 2 Additionen sich immer gegenseitig ausgleichen. Und es ein exaktes Ergebnis ist. Und wie 4a eine exakte Zahl war und
von 4 nach 5 gehen ist dasselbe wie von 2 nach 3. Aber nochmal, 5 kann nicht genau dargestellt werden, denn es wird wieder Zahlen geben, die hinten rausgeschoben werden. Und schließlich, wenn wir von 5 nach 6 gehen, dann wird der kleine Rundungstrick, den wir benutzt haben, der gemacht hat, dass es gerade so funktioniert, funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, ab 6 mal a und allen Faktoren darüber wird das nicht mehr zusammenpassen. Das heißt, dann fangen einfach die Rundungsfehler an, sich zu sammeln. Und ja, je größer die Zahl wird. Also, warum machen wir das? Ja. In den meisten Fällen ist es wahrscheinlich okay, mit dem, womit wir angefangen haben, mit dem Hinweis, vergleiche Floats nicht auf exakte Gleichheit, sondern benutze runde Funktion. Und einerseits ist es natürlich lustig, sich das genauer anzuschauen. Und der andere Grund ist, je nachdem, was du machst, könntest du Probleme bekommen, wo die Rundungsfehler sich ansammeln oder wo Rundungsfehler gerade so funktionieren, zufällig, und dann teilt ihr durch 0 und kriegt unendlich und teilt nochmal durch 0 und kriegt none. Das zeigt euch, wie Floats wirklich funktionieren, und ist auch wichtig zu wissen, warum ihr nur auf ungefähre Gleichheit prüfen solltest und nicht auf exakte Gleichheit. Ich habe mir ein bisschen in den Fuß geschossen mit diesem Talk, weil ich dachte, wow, jetzt kann ich endlich darüber sprechen, das ist sehr spannend und komisches Fließkomma-Zeug. Und dann habe ich angefangen mit den Grundlagen. Und jetzt bin ich ungefähr am Ende angekommen von dem, was ich mit einem Talk machen möchte für mein Gehirn. Und ich hoffe, dass das dass es das wert war für euch, dass euch die Grundlagen am Anfang gefallen haben. Und that you're not disappointed, ja, we didn't get to make ich hoffe, even more fancy details, dass ihr nicht enttäuscht seid, dass wir nicht ein paar spannendere und schönere Details angehen konnten. Und ich hoffe, dass diese kleine Erklärung der Multiplikation verständlich war. Um ein paar der Lücken zu füllen, zum Beispiel die anderen Fälle beim Runden von 3a to, 3a zu 4a oder für andere Fälle. Falls ihr das erste Mal gesehen habt, wird es hier weiteres Material geben, wenn ich es schaffe, das hochzuladen. Zwischen dem Vortrag und Kongress, zwischen dem der Aufnahme von dem Vortrag. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt oder mir sagen wollt, dass ich zu viel Grundlagen genommen habe oder zu viel fortgeschrittenes Zeug, könnt ihr mich hier finden. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören und ja, tschüss. Next up. Ja, danke dir für diesen interessanten Talk. Als nächstes kommt um 6, warum ihr nicht Zeitzonen selbst implementieren solltet. Und ein paar Beispiele von der Zeitzonen-Datenbank. Und jetzt die Herald News Show.